Willkommen zurück zu einem neuen Amnesia-Part. Letztens waren wir hier in der Küche, ja, und uns hat so ein Arschloch verfolgt. Da haben wir die Sauhälften und ich würde sagen, gehen wir mal wieder den Weg zurück und schauen, ob das Ding wieder weg ist. Ich habe nämlich nicht die Lust, dass ich das Scheißding noch einmal sehen muss. Da war alles zu, ne? Okay, das heißt, wir müssen jetzt da. Ist da? Also ich würde da schon raufhopfen. Da ist der Ausgang, da ist hell. Da kann man rauf. Und hopp! Aber er möchte anscheinend nicht. Lagerraum. Also ich habe irgendwie, muss ich euch ganz ehrlich sagen, die Orientierung schon ein bisschen verloren. Nein, schieb, 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 schieb doch! So. Bisschen mit Gewicht beschweren. War noch irgendwo? Dann nehmen wir das. Beruhigen wir uns einmal wieder. Fled the world and all its worries. Brennenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten, as if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well versed in worldly matters and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brennenburg, so viel its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Oh, er ist komplett benommen. Seht ihr das?
Kennt ihr das? Man darf nicht, aber man macht's trotzdem. Leiser. Haben wir seinen verrunzelten Hintern gesehen? Er beruhigt sich nicht mehr. Ich glaube, jetzt hat es ihn komplett. Ja, da kommt er nicht durch. Da kommt er nicht durch. Sag jetzt nicht, ich war jetzt nur wegen den scheiß Öl und wegen dieser Zunderbüchse. Ich war wirklich wegen dem Scheiß da. Nee, das gibt's ja nicht. Oh, Überraschung. Dankeschön, Dankeschön. Und ich glaube, ich weiß auch schon, was zum Tun ist. Hier ist ein Glas. Und mit dem Glas können wir fix die Säure holen, dass wir die Schlösser durchätzen können. Das ist hundertprozentig so. Ich weiß genau, dass du kommst. Kannst dich ruhig zeigen. Komm ruhig, komm her. Komm her. Gehen wir mal langsam, dass wir nicht so viel Aufmerksamkeit erregen. Da geht's zur Küche, perfekt. Küche war aber nicht unten, oder?
Oh ja, doch. Da hinten. Die Frage. Bitte, liebes Schwein, beschütze mich. Ich esse euch, ihr auch immer. Und ihr seid so gut. Oh, ich glaube, er ist drin. Er ist weg. Soll ich jetzt riskieren? Da unten watschelt er. Will nichts bringen. Okay. Das heißt, wir müssen doch zu der großen Tür. Mal Luft schnappen und weiter in den Lagerraum. Oder? Und jetzt kann man's. Haha. Hol mich, hol mich, hol mich. Hol mich, komm. Da war ich weg. Nie wieder gesehen. In dem scheiß Gefängnis. Okay, da ist glaube ich viel zu hell, dass da jetzt Zombies sind. Oder Dämonen oder was auch immer. Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. Das Getriebe müsste geölt werden. Ich würde mich gerne wieder selber bewegen können, richtig? Dankeschön. Die rührt sich nicht, das habe ich mir fast gedacht. Und da kommen wir nicht hin. Das heißt, wir müssen hier entlang.
Das Wasser ist zu tief. Ölabfluss. Okay, also so schwer sind die Rätsel jetzt nicht. Ist machbar. Okay, das heißt, wir müssen das abschießen. Wo haben wir denn so einen Ziegelstein? Genau daneben. Jawohl. Das darf nicht wahr sein. Okay, dann muss man das ein paar Mal vielleicht machen. Und das, was ich gesagt habe, jetzt ist hier nichts. Endlich, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Was? Ah, okay. Okay, den Stauraum können wir auf jeden Fall gleich mal hin, das ist ein gutes Zeichen. Ich hoffe, es geht kein, oder? Bilde ich mir das nein. Aha, das gehört sicher irgendwo hin. Und das müssen wir schwingen oder so. Es steckt fest, es steckt fest und es steckt fest. Da, das war ein Wichsen. Da gehe ich mit Sicherheit nicht entlang jetzt. Ah, da haben wir noch so einen Teil. So. Ich weiß zwar nicht, wo wir die brauchen, wo wir die brauchen, aber ich werde es auf jeden Fall... Zuerst schaue ich mich da nochmal um. Genau. Die stecken wahrscheinlich auch. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe keine Ahnung, aber ich mache es halt. Klick, klick. So, jetzt sind alle oben. Können wir das mit denen vielleicht? Oder muss ich Öl holen? Öl, kann ich noch Öl eigentlich holen? Die Frage ist, soll ich da durch oder nicht? Okay, man kommt eh immer durch. Das ist noch sein Rohrteil.
Oh, da haben wir auf jeden Fall einen Brief. So, die Arbeit und das Wissen, die ich in diese Maschine steckte, werden von keinem Mann der Welt übertroffen. Ganze Generationen von Männern sind gestorben, seit ich zuerst versuchte, den Entwurf zu rekonstruieren, den ich beim Holzgerüst gefunden habe. Die Grenzen dieser Welt haben meine Arbeit unglaublich erschwert und mich gezwungen, diese Dinge fast 100-mal größer zu bauen als den empfindlichen Apparat, den es nachahmen soll. Ganz zu schweigen von dem Strom des gezähmten Blitzes. Was? Des gezähmten Blitzes? Ersetzt, durch unter Druck gesetzten Dampf, der sich durch Rohre und Turbinen drückt. Ich schäme mich, wenn ich daran denke, was wohl der Erfinder von meinem Monstrum gedacht hätte, wo er mit dem Vergrößerungsglas arbeitete und alle Teile sorgsam aneinander zu fügen. Brauche ich 5 Männer, um einen Turm aus zusammengezimmerten Eisen zu errichten, und kann nur hoffen, dass es auch nur annähernd die Kraft einer Taschenuhr hat. Ich habe keine Ahnung, was man das sagen soll. Ah, da sind Hebeln. Steckt fest. Steckt fest. Steckt fest. Steckt fest. Gut. Da waren wir schon. Hölzerne Kurbel. Weiß zwar nicht, für was wir die brauchen sollten, aber nehmen wir es halt einmal. Ah, ich schau mal kurz, wie das drüben war. Ich vermute nämlich, dass das gleich sein sollte. Also ich denke es. Unten, oben, oben, unten. Soll das Ding ganz runter oder wie? Einmal probiere ich es jetzt noch. Okay, drauf geschissen. Das schauen wir uns einmal später an. Ich habe auf jeden Fall jetzt eine Kurbel gekriegt, wo ich nicht weiß, wo ich die zuordnen soll. Okay, da ist die letzte Tür. Ruhe. Nur ein leerer Raum. Das ist sinnvoll. So, ich habe leider keine Ahnung. Ich werde einfach mal in den Hauptraum nach draußen gehen und schauen, ob ich Öl bekomme. Und sollte ich kein Öl bekommen, habe ich halt kein Öl. Ganz einfach. Und ich habe noch keine Ahnung, was mit den Rätseln da auf sich hat. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe keinen Plan. Hallo, hallo, hallo. Geht das nicht schneller? Ach, runterspringen geht einfach. Nice, nice, nice. Wo war denn das Öl da dann, ne?
Okay, das muss nicht noch einmal nachgefüllt werden. Na gut, egal. Dann werde ich hier abspeichern und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Zlabus. Tschüss, Dankeschön.